Wir sind tatsächlich bei Gessmann, die Garage. Alter Lachs! Das war ja krank! Saturn 5 Rakete. Alter, guckt euch das Triebwerk an. Wie groß das ist. Geil! Ich könnte explodieren vor Freude. So, wir sind tatsächlich bei Gessmann. Die Garage war so ein kleiner Fan-Moment, wo wir jetzt hier angerollt kamen und dann, also damit ihr auch mal das Drumherum hier seht, wie es hier so aussieht. Und hier ist dann tatsächlich die verfickte Werkstatt. Krass. Das ist richtig geil. Das, was du normalerweise im Fernsehen siehst, das siehst du hier jetzt live. Das ist schon geil. Also das gibt's mir schon ein bisschen. Geil, ey. Dann werden wir uns jetzt hier mal umschauen, oder? Mega. Sind natürlich alle ganz aufgeregt. Dreimal getroffen schon. Halt's mal, ey. Pass auf, ich teile jetzt hier. Du nimmst das jetzt, schiebst das vom... So. Genau. Und nach hinten. 10 Mal. Hier in der Hand. Richtig reinknallen das Magazin. Genau, und jetzt geladen. Passt, alles gut? Ist alles gut. Du kannst jetzt schießen. Gib und komm. Du Scheiße. Alter Lachs! Das war ja krank. Junge, bam! Ist das krass! Der Einbrecher steht jetzt schon vor dir. Bitte? Der Einbrecher steht jetzt schon vor dir, wenn du eine Stunde zielst. Ja, aber ich treffe dahin, wo ich ziele. Das ist geil. Das ist nicht schlecht. Ich würde das auch gleich mal erhöhen hier. Pam! Ich habe trotzdem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, gar nicht schlecht. Herr Specht. Wir schießen jetzt mit Maschinengewehren. Also jetzt wird es richtig krass. Das eine ist sogar ein Gewehr, was die Soldaten haben. Da ist richtig, richtig schmackig da. Habt ihr den Feuerball gesehen? Bam!
Wir sind jetzt durch Zufall an der NASA vorbeigekommen. Da wird es uns gleich hin verschlagen. Da hinten ist so eine mega riesen Rakete. Da gehe ich schon fest drauf. Aber wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, ist das Teil auch irgendwann mal voll. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal das Vergnügen und hier ist direkt so ein, ja, eigentlich fast wie ein Rasthof mit verschiedenen Möglichkeiten, um Wasser aufzufüllen. Das versuchen wir jetzt. Frischwasser, und dann müssen wir natürlich auch unser Dreckwasser loswerden. Also sagen wir mal so, wir haben es jetzt schon. Also Dreckwasser heißt bei uns wirklich einfach nur von der Dusche. Und dann haben, also es gibt einmal Grey Water und Black Water. Black ist halt Toilette und Grey ist Duschen. Und das Duschwasser haben wir halt ganz normal in der Wiese laufen lassen. Ich denke, das ist okay. Gekackt hat übrigens noch keiner. Das versuchen wir auch zu vermeiden. Ich war heute Morgen im Walmart. Genau, und ansonsten hat sich das eigentlich irgendwie immer ergeben, dass man einen Platz gefunden hat zum Kaki-Kaki machen. Aber ey, kann man offen und ehrlich drüber reden, denn die Tankverteilung ist hier auch gar nicht so geil. Das muss man auch dazu sagen. Wir fragen gleich mal unseren Chef, wie es aussieht. Aber mega viel Platz ist nicht. Verdammt. Chef? Wie ist denn die Tankverteilung? Wie viel Frischwasser und wie viel Dreckwasser haben wir? Das wollen die Zuschauer wissen. Ich weiß es nicht. Echt nicht? Ich glaube, wir haben 80 Liter Dreckwasser und 160 Liter Frischwasser plus nochmal 30 Liter Heißwasser. Ja, kann hier losgehen. Yay. So, ich bin jetzt als Einziger in das Museum hinein. Denn es ist wirklich relativ wenig, aber ich bin halt schon ein kleiner Fan. Und die anderen haben das zum größten Teil schon mal gesehen, also die waren schon mal bei der NASA. Das ist hier ein wissenschaftliches Museum, nicht direkt von der NASA, und dementsprechend muss ich, also Amerika ist halt genauso Rakete wie Schusswaffen und alles weiter. Deshalb muss ich mir das halt einfach kurz geben. Ich habe knapp 10 Minuten, haben die Jungs gesagt, was aber okay ist, und dann renne ich jetzt hier mal fix durch. Alter, guckt euch das Ding an. Alter, Lachs. Ist das geil oder ist das geil? Hier mit der US-Flagge noch. Junge, Junge, Junge. Da gehe ich auf jeden Fall gleich noch hin. Noch hier Luki Luki ins Triebwerk. Alter, aber das ist doch krank, das ist krank. Guck mal, das Verhältnis, das Geländer. Das reicht mir schon. Ich wollte das Ding auf jeden Fall sehen. So, mal gucken, was wir hier haben. First Stage Saturn 4 Moon Rocket. Was? Dezember 78. Alter, damit sind die da hochgeballert. Das hältst du doch nicht für möglich. Geil. Das ist doch mega geil. Das ist Apollo 4. Das Ding war unbemannt und ist als erster Testflug 67 gewesen. 67, müsst ihr euch das vorstellen. Das ist dann im Pazifik abgestürzt. Guckt euch das Teil an. Unfassbar, oder? Alter. Krasser Scheiß. So, meine Freunde, ich hab's geschafft. Saturn 5 Rakete. Alter, guckt euch das Triebwerk an. Oh, oh, wie groß das ist. Alter, ich geh so fest. Guckt euch dieses Monster an. So, pass auf, zur Erklärung. Ich muss mich selber erstmal ein bisschen belesen. Also das Teil wurde von 61 bis 73 genutzt. Also ne, wir gucken uns gerade das Teil an. Das ist so gesehen Teil 1. Dann kapselt sich dieser vordere Teil ab. Und so geht das immer weiter. Und hier ist dann die Landerakete, wenn ich das richtig verstanden habe. Also hier ist das Teil dann drin, und so ähnlich, also das ist jetzt wirklich nur ein Blechkörper, aber so ähnlich sah das Teil auch aus, was auf dem Mond gelandet ist. Und das ist übrigens da vorne die Uhr, die das immer angezeigt hat. Also bei diesen ganzen Countdowns und so weiter war das immer diese eine Uhr, die da zu sehen war. Junge, guckt euch diese riesen Scheiße an. Das ist doch so krank. Also, und vor allem, wir gucken uns ja gerade ein Teil an.
ein Teil. Alter, mit der US-Flagge. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie riesig das war. Das reicht ja gar nicht bis zu der Laterne wahrscheinlich. Unfassbar. Boah, geil. Und wahrscheinlich sind das ja auch noch hier diese alten Transportwegen hier, wenn ich mir das so anschaue. Alter, das macht's für mich ja noch viel geiler. Geil! Ich könnte explodieren vor Freude. Also ich habe meinen Fanboy-Moment wieder einmal erlebt. Fuck, eine echte Rakete. Boah. Also das war für mich echt ein Traum. Oder halt ein Wunsch, sowas mal zu sehen. Geil. Boah, ihr kriegt ein paar Aufnahmen. Wir düsen weiter. Die Jungs, die warten. Ich muss jetzt hier noch einmal rumrennen, für mich das genießen. Boah, geil, eine echte Rakete, ey. Wow! Hat sich überlegt, er kauft heute mal richtig viel Schrott. Das wäre geil. Das wäre richtig fett. Wir sind nämlich bei der USS Alabama. Und heute ist auch Veterans Day. Genau, das ist nämlich ganz besonders wichtig, denn das wird hier ganz anders gefeiert, denn sowas gibt es nämlich bei uns gar nicht. Also nee. Es wird den ganzen Soldaten gedacht, die im Krieg waren, oder? Im Krieg waren, nicht nur gefallen sind, sondern die im Krieg waren. Genau. Und hier steht richtig Gerät rum, richtig Gerät. Und was auch interessant ist, überall bekommst du als Veteran Ermäßigungen, also das stand jetzt schon die letzten Tage, du kriegst irgendwie ein T-Shirt gratis. Also bezahlst keinen Eintritt, die fragen die uns überall, sei da anonym Alkoholiker oder Veteran, ja. Tatsächlich wirklich. Ja. Also, das ist schon geil. Das ist schon krass, also die machen echt richtig, richtig viel für die ehemaligen Soldaten. Und zeigen halt auch alles, ne? Also definitiv. Jetzt überlegt euch mal, wie viel aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen ist. Nicht ganz so viel. Und dann ist natürlich auch alles verboten. Und du kannst hier auch überall ran, ne? Also das ist schon krass. Hier drüben zum Beispiel, hinter uns, da kraxeln die ganze Zeit zwei auf einem Panzer rum. Wobei ich glaube, die kommen von hier. Ja, und du kannst hier halt überall, kommst du gut ran. Und hier mit Patina. Das ist wirklich geil. Sag mal, ich brauche irgendeinen Flieger, brauche ich noch. Einen Panzer brauche ich noch. Unabhängig jetzt davon, aber... Also einen Panzer hätte ich wirklich gerne, aber ein Flugzeug steht an erster Stelle. Oder ein Hubschrauber. Ich finde einen Hubschrauber. Hubschrauber ist geil, aber ich finde ein Flugzeug geil. Stell dir vor, du machst deine Halle auf, unten stehen da Autos und oben hängt ein Flugzeug dran. Du musst aber anbauen, denke ich. Wenn ich das hier so sehe. Dann muss ich auch woanders bauen. Geil. Krass. Hey, guck dir nur die Kulisse an. Das ist echt dein Gegner hier. Eigentlich wollten wir ja baden gehen, aber... haben es immer noch nicht geschafft. Wie weit haben wir es noch bis zum Meer? Stunde. Aber wir müssen heute noch reinspringen. Und vielleicht noch ein Getränk trinken. Ist jetzt Saufi schon? Ich hab Durst. Na, und auch Party oder nur Saufi? Weiß ich nicht. Du willst doch planlos, geht doch planlos.
Prima. Dann würde ich sagen, kriegt ihr noch ein paar Eindrücke. Wir sammeln noch welche. Okay.